So, hi Leute. Und zwar, heute zeige ich euch ein ganz besonderes Video. Und wie ihr wisst, war ich bei Joe Conrad, Bewusst TV. Und super Persönlichkeit, super lieb von ihm. Er hat Caldwell, Dr. C von mir erzählt. Und so ist Dr. C auf mich persönlich aufmerksam geworden, hat mich persönlich angeschrieben und mich eingeladen. Und ich war jetzt Samstag und Sonntag beim Seminar bei ihm, IBMS. Und einfach der Hammer, wirklich. Ich habe mich privat kennengelernt und so viele neue Leute kennengelernt von Dr. Höhn. Und boah, ich könnte jetzt einfach, ich finde das so faszinierend, einfach so viele neue Leute kennengelernt. Das läuft alles jetzt so krass einfach die ganze Zeit weiter und ich bin da total stolz und total dankbar auch und ich danke euch vor allem auch und danke jedem Einzelnen, der mich da unterstützt und ja, ich bin einfach selber total begeistert gewesen und jetzt zeige ich euch einfach mal mein Interview, entschuldigt wegen der Qualität, wir konnten dort leider nicht alles einfach so aufnehmen, aus Sicherheitsgründen und somit haben wir es auch alles mit Handy gefilmt. Viel Spaß und bleibt dran und ja, bis zum nächsten Mal. Meine lieben Freunde, ihr werdet ganz schnell sehen, warum wir ihn so mögen und es ist ganz, ganz hart, ihn nicht zu mögen. Er ist also Teil unserer Familie. Stell dich bitte mal vor, setz dich ruhig hin oder kannst auch stehen, weil wir jemanden möchten, das werden wir. Okay, jetzt sonst gemütlich hin. Ja, also. Mein Name ist Yasin. Einige von euch kennen mich vielleicht von gestern oder generell durch Facebook oder YouTube schon. Ich habe selber war zweimal krank und habe halt erst den typischen Weg der Schulmedizin gewählt, weil ich halt nichts darüber gewusst habe und bin dann aus Zufall irgendwann nach meinem zweiten Mal, wo ich Krebs hatte, beim ersten Mal war es kein Krebs, war nur gutartig und beim zweiten Mal hieß es dann Krebs. Ich habe erstmal alles mitgemacht und bis ich dann an einem Punkt war, wo ich wirklich kurz davor war, aufzugeben, mich selbst aufzugeben. Und dann bin ich aus Zufall halt auf ein Video von Dr. C gestoßen. Und das hat mich so angezogen, dass ich einfach angefangen habe, mich damit selbst zu beschäftigen, meine Verantwortung selber zu übernehmen und einfach alles auszuprobieren. Und ich habe nach nicht mal zwei Wochen habe ich so Erfolge gehabt, dass ich das einfach weiterführen musste. Das Hauptproblem, was die meisten Menschen nicht verstehen, Yasin, ist das, was die Ärzte wirklich mit dir machen, um dich rein zu ängstigen und mehr oder weniger zu nötigen in die Therapie. Du bist ein schlauer junger Mann und die haben dich einfach überfahren wie ein Zug. Was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, wie kommt das dazu? Wie kann jemand, der so intelligent ist wie du, und du weißt, ich meine, das ist freundschaftlich, auf sowas reinfallen. Wie passiert das? Wie tricksen die dich? Wie machen die das? Ja, also damals, das hat ja bei mir sehr früh angefangen, mit 17 war ich das erste Mal krank und das war halt so, dass man mir indirekt Angst gemacht hat, ich habe halt meine Verantwortung direkt übernommen, auch natürlich, wenn man das so lernt, ne? Was der Arzt sagt, ist sowieso wichtig und ich habe erstmal eine Operation gehabt, eine sehr gefährliche Operation, wo toi 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 auch nichts passiert ist, also sehr hohe Querschnittslähmung, wo ich auch neu lernen musste zu laufen. Und das war dann halt so, dass ich erstmal das alles so durchgezogen habe und beim zweiten Mal hat man mir halt Angst gemacht. Also ich habe wirklich, als ich die Diagnose bekommen habe, man hatte vor, mich direkt zu operieren. Ich habe aber gesagt, nein, ich habe zwei Tage später Geburtstag und möchte über das Wochenende zu Hause bleiben. Aber man hat mir halt diesen Druck gegeben, diesen Druck, wir müssen so schnell wie es geht handeln. Es ist Krebs, es hat gestreut, es ist mehrfach und das ist halt das, was wirklich sehr gefährlich ist. Also diese Angst direkt, dass man Angst hat, davor zu sterben. Das war halt bei mir der Grund, warum ich das auch mitgemacht habe am Anfang. Ja, die Problematik ist immer, das müsst ihr unbedingt verstehen. Die machen eine Diagnose, hauen euch vor den Kopf und machen euch unglaubliche Angst und geben euch einen Schock. Der nächste Schritt ist dann, ich habe schon den Operationstermin für dich festgelegt. Weil wir müssen uns beeilen, es muss ganz doll schnell sein. Man hat überhaupt keine Zeit. Damit die Chemo auch schnell beginnt, das war halt quasi der Hintergrund, warum man mich so schnell wie es geht operieren wollte. In dem Augenblick, wo Sie anfangen mit der Chemo, beginnt normalerweise das Ende. Das Glück war, dass Yasin so jung war, weil bis zum 28. Lebensjahr kann sich alles regenerieren. Wir wachsen bis zum 28. Lebensjahr und dann fallen wir auseinander. Und das Glück war,
dass er noch so jung war und vor allen Dingen klar im Kopf. Normalerweise ist das eigentlich so, dass die Menschen komplett aufgeben. Und das ist eigentlich so die Macht der Schulmedizin, den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie aufgeben und dann sagen, wir sind die Einzigen, die dir helfen können. Und wenn du nicht machst, was wir dir sagen, dann ist es eben zu Ende. Und wie hast du jetzt die Behandlung empfunden? Was ist dir passiert? Die haben angefangen, dich zu bestrahlen. Was ist dann passiert mit dir? Ja, also nach der Bestrahlung habe ich, wie das bei vielen Patienten ist, nicht sehr viel gemerkt. Und das war ja auch bei der ersten Behandlung quasi, also wo ich das erste Mal krank war. Aber bei der Chemo muss ich echt sagen, nach der ersten Chemo, also bei mir, ich hatte nach dem fünften Zyklus, ein Zyklus gegen 6 Tage mal 24 Stunden, habe ich halt nach dem fünften abgebrochen, aber erst ist es 6. Ich habe nach dem ersten Zyklus habe ich nicht viel gemerkt, bis auf, dass ich ein bisschen schwach geworden bin. Ab dem zweiten Zyklus ging es mir dann sehr schlecht schon. Ich habe halt angefangen, Haare zu verlieren, ob es jetzt schon beim Schlafen, habe ich das schon gemerkt, am nächsten Morgen. Dann habe ich, ich bin trotzdem in Urlaub gegangen, obwohl ich eigentlich schwer krank war, also mit Maske und Krücken. Und habe dann während des Urlaubs noch eine andere Erkrankung bekommen, und zwar im Kiefer hatte ich dann eine starke Entzündung, worauf ich dann auch nochmal operiert wurde, also aufgrund der Chemotherapie, kann man sagen. Und bei jeder Chemo ging es wirklich immer schlechter. Und meine Stärke ist wirklich zurückgegangen. Und bei dem fünften Zyklus war es dann so, dass ich wirklich dann meine Kraft darauf konzentriert habe, dass ich bald durch bin. Und dann hat man mir, weil es hieß ja erst 6 Zyklen, hat man mir auf einmal gesagt, man soll sicherheitshalber 12 Zyklen draus machen. Und ich dann natürlich, ich weiß ganz genau, wie das war, das war wirklich für mich, das war der stärkste Schlag eigentlich, wirklich der stärkste Schlag. Ich war nach der fünfte Zyklus, das ging ja 6 Tage lang, das war der fünfte Tag vom fünften Zyklus. Und dann kommt der Oberarzt, war das damals, hat mir gesagt, ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir 12 Zyklen machen. Das war so ein Schlag und das war für mich wirklich der Höhepunkt vom Tiefpunkt, sage ich mal so. Ja. Und dann bin ich halt erst nach Hause, ich habe auch überlegt, soll ich abbrechen, was soll ich machen. Ich habe gespürt, das ist nicht richtig, aber ich wusste auch nicht, ich habe einen Weg gesucht quasi schon wahrscheinlich instinktmäßig, ja, aber habe nichts gefunden. Und dann habe ich halt aus Zufall, weil ich zu Hause gechillt habe abends und habe dann bei Facebook runtergescrollt und habe dann halt ein Video gesehen, das von Dr. C geteilt wurde. Und so hat das Ganze angefangen. Leute, Instinkt. Entschuldigung. Ihr müsst wirklich euch auf euren Instinkt verlassen. Wenn Yassin nicht auf seinen Instinkt gehört hätte, hätte nicht geforscht, der wäre niemals auf mein Video gekommen. Meine Bücher haben immer provokative Titel. Ich glaube, das, was du gesehen hast, war, jeder Krebs kann in 6 Wochen geheilt werden. Krebs in 6 Wochen heilbar, meinst du? Und zwar hat das Video allein 54 Millionen Views, das einzelne Video, 54 Millionen Views, von denen wir wissen nicht von den Tausenden, die es runtergeladen haben und haben es irgendwo anders gepostet. Und warum Yassin hier ist für mich, ist der Punkt, Hoffnung zu geben. Weil ihr wisst ja alle, wie sehr ich gegen Operationen bin, gegen Chemo und so weiter, aber ich habe immer nur furchtbare Resultate gesehen. Yassin ist der allererste, der es überlebt hat. Und ich weiß auch, dass es ihm gut geht, ich weiß, dass alles in Ordnung ist, weil nach 66.000 Krebspatienten, die ich persönlich behandelt habe, könnt ihr mir glauben, mein Instinkt ist hundertprozentig und du brauchst mir keine Sorgen zu machen. Aber Yassin hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen und mit Tipps und Hinweisen, weil er jemand ist, der aus der gleichen Ecke kommt wie ich. Er hat die Schweinerei gesehen, er hat den Betrug gesehen und er möchte nun mit ihm als Vorbild Menschen helfen, auf die richtige Schiene zu kommen. Und sein Buch ist eine ganz wichtige Geschichte. Es hat 53 Seiten, das bedeutet also für jeden ganz einfach zu lesen, leicht zu verstehen, alles Fakten, durchgenannt, kein Blabla, nichts drumherum. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und kriegst du so ein Wort? Das machst du selber noch. Ich behalte es ja. Und es ist also ganz wichtig, meine lieben Freunde, dass ihr versteht, dass wir Helden brauchen, dass wir Vorbilder brauchen, Menschen, die es gemacht haben. Ihr hört von mir immer zu und immer wieder. Hört auf keine Befolger. Hört nicht auf Trittbrettfahrer. Hört nicht auf Leute,
die möchte gern Heiler sind oder möchte gern Trainer. Wenn jemand das nicht gemacht hat, braucht ihr dem nicht zu folgen und dem nicht zuzuhören. Yasin hat es gemacht. Und kannst du mal so im Kurzen erzählen, was in dem Buch drin ist und wie du es gemacht hast? Ja, also ich habe mir jetzt mal gedacht, weil ich selber eigentlich nicht immer gern gelesen habe, habe ich mir gedacht, also meine Geschichte ist da sehr intensiv. Da sind Erlebnisse drin, von dem einen Erlebnis, dass ich halt im Urlaub war mit Krücken und Maske. Dann sind da halt quasi meine Geschichte in Kurzfassung, sage ich mal so, aber sehr intensiv. Also ich habe jetzt keine langgezogene Geschichte, wo man sich langweilt und 3-4 Wochen braucht, um das Buch zu lesen. Und dann habe ich noch ein paar zusätzliche Informationen über Superfoods, über Natron und Ahornsirup, die Geschichte, die ich ja von dir dann auch erfahren habe. Dann habe ich über saisonales bzw. regionales Essen in Deutschland, also zusätzlich aufgelistet, weit hinten im Buch. Das heißt, du kannst dann genau sehen, welche Lebensmittel quasi zu welchen Jahreszeiten, also monatlich aufgelistet, zu welchen Jahreszeiten welche Lebensmittel quasi gerade wachsen. Und das kann auch nochmal was ausmachen, ja, das regionale und saisonale Essen. Und ist genauso wie ihr Honig nehmen sollt vom Imker um die Ecke, also lokal. Weil die Bienen haben alles, was bei euch im Moment gerade akut ist, dafür den Antistoff. Es gibt nichts Heilenderes als Honig. Honig heilt alles Mögliche und ist nach 1 Million Jahren immer noch essbar. Ist das stärkste Antibiotika, das gibt, auch gut für Narben und um Narben zu heilen und so weiter. Yasin, wie können Leute dich erreichen? Wie können sie dein Buch bekommen? Ja, also ich habe ja bei mir über Coconut Spirit, ist mein YouTube-Kanal. Da kann man generell meine Sachen verfolgen, wie ich alles poste, was ich alles so mache. Da sind auch super Rezepte, zum Beispiel einfache Rezepte. Nutella, wie du selber Nutella machst, ganz gesund und schnell mit 3-4 Zutaten. Dann habe ich über meine Website www.bewusstlebenmityasin.de. Da kann man mich auch kontaktieren über E-Mail-Adresse halt, beziehungsweise Facebook, Instagram. Für mich ist ganz wichtig, dass wir unsere Zukunft, unsere Jugend fördern. Und also ein junger Mann, der ganz, ganz wichtig ist für unsere Zukunft. They need the book too. You got the book? Das Allerwichtigste, mein Freund, ist, dass egal, was dir jemand erzählt, die werden sagen, das muss eine Fehldiagnose gewesen sein. Du bildest dir das noch. Habe ich alles schon gehört. Hast du schon gehört? Mir wurden schon Sachen vom Kopf geworfen, also, aber das interessiert mich alles nicht. Also. Ja, meine Mutter war ja auch fehldiagnostiziert. Ne? Also von der Medizinischen Hochschule Hannover und 76 verschiedenen Ärzten hatte meine Mutter ja auch fehldiagnostiziert. Lass dich nicht unterkriegen, wir sind da, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin Dankeschön. Da und ich bin Weltmeister am Arschtreten. Und es liegt mir auch sehr. Und wir beschützen dich, ich beschütze dich, lass dich nicht unterkriegen. Wenn dir einer wirklich was will, sag mir Bescheid. Ja, ich auf jeden Fall. Und ich möchte, dass ihr Yasin auch so viel wie möglich unterstützt. Bestellt sein Buch. Wir wollen mal sehen, dass wir für ihn eventuell gemeinsam ein paar Workshops aufbauen und so ein paar Sachen und ihm helfen, eine DVD zu machen. Ich würde auch gerne IBMS-Mitglied werden. Gut. So verdiene ich immer noch Geld auf der Seite. Meine lieben Freunde, Yasin ist für mich etwas, der mich sehr an mich erinnert in seinem Alter. Und als ich das Video gesehen habe mit Joe Conrad, habe ich gedacht, das ist so ähnlich wie mir das passiert ist. Nur eben mit mir war es meine Mutter, mit Yasin war es er selbst. Und wie ich euch immer sage, ihr erkennt Menschen daran, mit wem sie sich umgeben. Wenn ihr die wunderbare Lebenspartnerin von Yasin kennenlernt und mit ihr spricht, dann wisst ihr ganz genau, wer Yasin ist, weil an seinen Freunden könnt ihr ihn erkennen. Und zum anderen ist er ganz sicher mein Freund und auch adoptiert als kleiner Bruder. Und wir alle sind für dich da, kannst du mir glauben und mach so weiter, mein Freund. Dankeschön.